Rose, Wunder aller Blumen, die blühen. Jedes Blatt ein Zeuge der Liebe im Frühling. Selbst die himmlischen Mächte erfreuen sich ihrer. Sie ist die junge Leidenschaft der Aphrodite, die Schläfe mit Blumenblättern umkränzt und mit ihrem süßen Parfum macht sie ihre Herren trunken. So schwärmte der griechische Lyriker Anakreon vor 2500 Jahren von der Rose. Insel Mainau am Bodensee. Der Rosengarten gehört zu den ältesten und prachtvollsten in Deutschland. Viele der Rosenarten, die man hier bewundern kann, wurden von berühmten Züchtern aus aller Welt geschaffen. Nicht umsonst nennt man die Mainau auch die Roseninsel. Mit ihrer Schönheit und ihrem Duft fasziniert die Rose uns Menschen seit Tausenden von Jahren. Waren ihre Blütenblätter bei den Chinesen anfangs noch eine Delikatesse, so wurde sie später zum Symbol der Liebe und der Schönheit. Seefahrer brachten die Rose aus dem fernen Osten nach Europa. Dann wurde sie mit chinesischen, persischen und nordafrikanischen Wildrosen gekreuzt. So entstanden bis heute etwa 30.000 Sorten. Großherzog Friedrich I. von Baden ließ den Rosengarten auf der Insel Mainau im 19. Jahrhundert anlegen. Er dient noch heute als Vorbild für viele Gärten in Deutschland. Auch für die Rosenanlagen in Nöggenschwil. Der kleine Ort liegt im Naturpark Südschwarzwald nahe der Schweiz. Unzählige Anlagen und Privatgärten prägen das Bild des Rosendorfes. Das erstaunliche Rosenblütenmeer ist vielen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Das persönliche Engagement ist groß. Ein Gartenamt gibt es nicht. Quasi jede Familie besitzt einen perfekt gepflegten, beeindruckend schönen Rosengarten. Soll ich hoch? Was meinst du, sollen wir die nehmen da? Nein, nicht alles. Nicht alles, also okay. Ein bisschen oben dran. Schade. Dass noch ein bisschen was übrig bleibt fürs Rosenfest. Gang hoch. Hier sieht man jetzt wieder schön, wie viele neue das da kommen. Mein Vater, der war damals Bürgermeister hier in Nöggenschwil. Er war Schmied und ehrenamtlich Bürgermeister. Ja. Und hatte dann halt das Sagen damals oder unterstützte die ganze Sache. Und dann ging das los. Man hat die Leute gefragt im Ort, ob sie würden mitmachen, Rosen pflegen. Und dann ist man von Haus zu Haus gegangen und hat da gefragt. Und dann kam der Gartenbaudirektor von der Insel Mainau, hat gefragt, ja, hätten Sie Lust, um Rosen zu pflanzen hier im Garten? Und dann wurden die ersten Rosen gebracht. Damals 9000 Rosen hat er hierher gebracht und planmäßig im Ort verteilt. Und somit wurde mein Vater dann immer interessierter an den Rosen. Und dann ging das eigentlich weiter vom Schmied zum Rosenliebhaber. Ja, die schönen Rosen müssen Platz machen für neue. Würde sich der Vater freuen, wenn er das könnte erleben, wie wir das so schön schneiden. Das war auch immer seine Lieblingsbeschäftigung, die Rosen. Solange er konnte, oder? Ja. Morgens bis abends in den Rosen. Der Rosensortimentsgarten gehört zu den Hauptattraktionen des Ortes. Auch hier ist die Hilfe vieler Dorfbewohner gefragt. Schau, da könnt, hey, wenn er noch wohl schneidet, dann können wir noch ein bisschen weiter schneiden. Die da sind doch alle verblüht schon. Da machen wir die, gerade da machen wir weiter, gerade dieses Stück da. An ehrenamtlichen Nachwuchshelfern mangelt es in Nöggenschwil glücklicherweise nicht. Damit nachher die Knospen richtig Kraft haben. Ich bin sehr stolz, dass wir als Schule hier auch einen Verknüpfungspunkt haben mit dem Rosendorf. Also dass wir nicht isoliert hier dastehen als Schule wie überall, sondern
dass wir einfach eine Verknüpfung gefunden haben ins Dorf rein und uns mit, mit der Rosenpflege beschäftigen können. Die Schule ist ja gerade nebenan, dann ist es auch sehr günstig. Und viele Touristen kommen ja auch hier durch, laufen durch den Sortimentsgarten an unserem Beet vorbei und sind dann staunen dann, sagen, die finden das gut, dass die jungen Menschen hier rausgehen, mal nicht nur vom Computer sitzen, sondern auch rausgehen in die Natur, sich um die Rosenpflege kümmern. Und das kommt wirklich gut, auch gut an in der Öffentlichkeit und ist uns auch viel wert. Wer hat noch Schere, du? Schneid die da unten ab. Komm, schau mal her. Schneid die ab. Aber nicht alles, oh, das ist zu viel. Nur die Verblüte, ja? Jawohl. Der Erich gibt uns die Anweisung, die fachlichen Kenntnisse über die Rosenpflege und ist dann auch immer mit dabei, wenn wir hier vor Ort im Rosenbeet sind. Die Kinder lernen von ihm, wie man den Rosenschnitt bereitet und wie man die Erde auflockert und das Unkraut rausholt. Also sehr interessant. Er macht das auch sehr zugewandt, den Kindern zugewandt. Prima, so machen wir das. Jetzt schauen wir mal da drüben. Also. Also, dann machst du die Spur noch weg hier. Da. Dass die ganze Spur weg ist. Fangst du da an, zu dir raus, ja? Schau mal, wenn man da genau schaut. Ja, also genau, das wollen wir. Auch Erich Boll ist der Faszination der Rose verfallen. Er ist gelernter Mechaniker, doch seit Jahren in Nöckenschwil als Rosenfachmann hoch geschätzt. So, genau, jetzt kriegt man das Gras besser raus. Du darfst das wegreißen. Schaffen wir so richtig im Team, das wollen wir ja. Genau, sehr gut. Und schauen wir mal, da ist einer abgebrochen, den schneiden wir ab. Da sind wir richtig stolz auf den Herrn Fabian, dass er da mitmacht und hat uns eine Doppelstunde alle 14 Tage zur Verfügung gestellt. Und dann können wir hergehen und können das dann pflegen. Und da haben wir die dritte Klasse genommen, weil die sind Jugendliche. Wir denken natürlich auch noch ein bisschen weiter, wenn die Kinder bei uns sind, da kommen die Eltern auch mit dazu. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Das macht mir richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Da sieht man erst, wie lernfähig, wie schnell sie dabei sind. Wie man Begeisterung von den Kindern rauslocken. Das ist eine richtig ganz tolle Geschichte. Und wir werden das natürlich auch weiter so machen. Wir werden das durchziehen, das ganze Rosenjahr durch. Und wenn diese Klasse abgeht bei uns, dann werden wir dann die neue Klasse wieder von vorne beginnen. Im Frühling mit dem Aufbau von der Rose, wie es im Frühling beim Schneiden dann, Rückschnitt und. Die ganze Geschichte um die Rose herum werden wir mit denen abarbeiten. Eines der größten und ältesten Rosenzüchterunternehmen Deutschlands. Cordes Rosen bei Elmshorn in Schleswig-Holstein. Geschäftsführer Wilhelm Alexander Cordes und seine Chefzüchterin für Schnitt- und Topfrosen Britta Feuerhahn sind bei der Zucht neuer Rosenkreationen von Anfang an mit dabei. Das ist auch gut was drin. Ja. Gut Staub? Ich glaube, wir stauben nicht. Nee, ob gut Staub drin ist. Ist was drin. Okay. Was wir jetzt gerade machen, ist, die Blüten ganz vorsichtig zu öffnen. Wir entfernen alle Blütenblätter, die Petalen, sagt man bei der Rose. Und im nächsten Schritt, wenn ich die jetzt hier entfernt habe, die Blütenblätter, dann kastriere ich die Blüte. Ich entferne den männlichen Teil, den Pollen, und sammle den auf der Hand. Den können wir nachher noch auf eine andere Narbe, den weiblichen Teil der Blüte, aufbringen, eine andere Bestäubung machen. Den schmeißen wir nicht weg. Und wenn ich jetzt hier den Pollen, den männlichen Teil, entfernt habe, dann sieht die Blüte so aus. Ich lasse immer zwei Blütenblätter hier stehen, dass dann die nachfolgenden Mitarbeiter wissen, aha, diese Blüte muss noch bestäubt werden. Die ist fertig aufgemacht und im nächsten Schritt geht jetzt jemand durch und trägt dort Pollen einer anderen Pflanze auf. Und wenn dann diese Kreuzung funktioniert hat, die Bestäubung, dann spillt unten der Blütenboden an. Man sagt, die Blüte wird dann schwanger und es bildet sich langsam die Hagebutte. Was wir ja haben wollen, die ernten wir dann im Oktober und sehen die aus und kriegen so im Frühjahr neue kleine Rosenpflänze. Ja, einige sind schon zu weit. Ne? Ja, so, aber das geht noch. Es geht alles noch. Das ist noch nicht so schlimm. Du musst so gucken, wie es im anderen aussieht. Gut aus. Ja. Alles geht.
Ja, dann hoffe ich ja, dass wir schön viel Saat ernten können. Ach, bestimmt, ernten können. Ja, das glaube ich schon. Und schön viele nette Kinder kriegen. Garantiert. Mit guten Farben und guten Formen, die der Markt möchte. Diese Mutterpflanze hat eine schöne Farbe, die aber noch intensiviert werden kann. Das heißt also, wir möchten noch ein stärkeres Rot erzielen. Ich weiß von dem Vater, dass er auch rot ist und ein ziemlich dunkles Rot hat. Und diese Mutter hat eben kein sehr starkes Rot. Und deshalb erhoffen wir uns bei den Kombinationen hinterher, bei den Nachkommen, dass die Nachkommen dann wirklich ein tief dunkles Rot haben und zusätzlich noch einen großen Kopf. Beide Elternteile haben schon große Köpfe, das heißt eine große Knospe, was oft auch erwünscht ist, weil die Leute wollen ja gerne großblumige Schnittrosen haben. Und die Produktion könnte auch noch ein bisschen verbessert werden. Das heißt, der Anbauer möchte ja auch eine gewisse Anzahl Stiele ernten, je Hektar oder je Quadratmeter. Seit mittlerweile 130 Jahren gibt es uns und mit mir mittlerweile in fünfter Generation im Unternehmen tätig. Und wir sind in der Geschäftsführung zu dritt und macht riesen Spaß, mit der Rose zu arbeiten und die Rose auch als Produkt zu haben. Würde weniger Spaß machen, wenn wir uns mit Schrauben beschäftigen und diese verkaufen sollten, weil die Rose ist immer noch in aller Welt ein emotionales Produkt, das viel Freude bereitet, und freuen uns, dass wir mit der Rose arbeiten dürfen. Baden-Baden gilt als die Rosenhauptstadt Deutschlands. Dank seiner Rosengärten, der Gönneranlage und vor allem des Rosengartens auf dem Beutich. Rosen in allen erdenklichen Farben und Formen, darunter auch die neuesten Sorten aus aller Welt. Eine internationale Jury aus Züchtern, Parfümeuren und Rosenliebhabern vergibt hier jährlich die höchste Rosenauszeichnung Deutschlands, die Goldene Rose von Baden-Baden. Rose, Rose, Knospe gestern, schliefst du noch in moosger Hülle, heute prangst in Schönheitsfülle du vor allen deinen Schwestern. Träumtest du wohl über Nacht von den Wundern, die geschahen, von des holden Frühlings nahen und des jungen Tages Pracht? Von der üppigen, grünen Blätter, schattgem Netze dicht umwoben, wagt den Kelch nicht zu entfalten, Knospe noch, die zarte Rose. Ja, wir sind im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig in Baden-Baden, dem einzigen wichtigsten Prüfungsgarten in Deutschland und viele sagen sogar dem wichtigsten Prüfungsgarten für neue Gartenrosen in ganz Europa. Und da ist natürlich jetzt die Blütenpracht im Beginnen. Wir freuen uns auf den Wettbewerb, der in 2 Wochen sein wird, und sind gespannt, was dann für Rosen prämiert werden. 38? Ja. Das ist eine wunderschöne, ausgefallene Rose, eine Malerrose. Ja, so ein Wettbewerb hat mehrere Jurys, um besonders gerecht eine Rosenneuzüchtung eines Züchters beurteilen zu können. Und eine ganz wichtige Jury in allen internationalen Rosenwettbewerben ist die permanente Jury. Eine Jury, die nicht nur an dem Wettbewerbstag die Rosen sich anschaut, sondern die über die ganze Saison schon im Jahr davor und jetzt auch bis zum Wettbewerbstermin wieder eine Prüfung der Rosen vornimmt, damit man wirklich sehen kann, wie die Rose vom ersten Aufblühen Ende Mai, Anfang Juni bis zum Verblühen im Oktober sich entwickelt. Wunderschön, ja. Mit den Knospen und Farben. Zweifarbig. Es ist eine Rose, wie wir wissen, einige Jurymitglieder mögen die sehr und einige Jurymitglieder mögen die gestreiften Rosen weniger. Es wird wieder spannend sein, wie die Endbewertung dann sein wird. Aber wir müssen heute auch natürlich eine Bewertung für sie finden. Schauen Sie mal hier, die Knospe, viel hellgelber. Und wenn wir aufgehen, wird sie etwa so ins Rose. Ja, genau. Aber auch schön, wenn sie die Staubgefäße dann zeigt. Das wird ja gewünscht momentan. Auch sehr schön. So, sieht auch gesund aus, ne? Genau. Und dieses glänzende Laub passt auch zu ihr. Also es passt einfach zu der Blütenfarbe und gibt im Gesamteindruck auch ein schönes Bild. Und schön kompakt, wie sie sich hochringen. Ja, und auch wirklich dicht in der Belaubung. Ja, eine der wenigen, die wirklich richtig dicht hochdurft. Ja. Von ziemlich unten bis ganz hoch, ziemlich dicht wachsen. Ja. Also, Gesamteindruck. Zwischen 24 und 25. Also 25. Ja, so. Dann machen wir 25. Ja, sehr schön. Auch. Das hat der Züchter gut gemacht. Ja. Der kann sich freuen, wenn er nach Baden-Baden kommt, dass er seine Rose hier so gut sehen wird. Der Duft ist genial. Wollen Sie mal probieren, Herr Braun? Oh ja, Gewürzduft. Intensiv. Süße dabei. Ja.
toll. Schön. Also das gibt noch die Krönung für die ganze Rosen. Ja, der Duft. Genau. Wir haben hier 73 Punkte insgesamt. 73 Punkte, das ist schon ein hohes Ergebnis. Ist sehr schön. Da waren wir doch sehr gut, aber es ist damit auch ein möglicher... Bis jetzt die beste, die wir gehabt haben. Genau. Im Sortiment von der Kletterrose. Und auch ein möglicher Medaillenaspirant bei den Kletterrosen. Ja. Müssen wir noch mal gucken, wie viel haben wir? So. 44, 45, 50, 50 T-Hybrid. Wenn ich überlege, wenn Sie sich erinnern, wir hatten mal Jahre, da waren es 20. Ja. Also hat sich viel getan in der Züchtung, dass da so viele kommen. Und Floribunder sind dafür, glaube ich, ein bisschen weniger, was mich eigentlich fast überrascht. Die ist schön hier, ne? Ja. Die könnten wir auch eigentlich heute schon bewerten, aber eigentlich fehlt den Rosen noch ein bisschen die Sonne. Heute ist sie da. Aber das muss jetzt auch die nächsten zwei Wochen noch anhalten, damit wir wirklich für die Rosenzüchter und für die Jurymitglieder alle Rosen bewertbar haben. Denn das ist immer unser großes Ziel, dass wir wirklich alle Rosen an dem Tag der internationalen Jury in Blüte haben, dieses Jahr am 18. Juni. Und dass wirklich alle Neuheiten, 144 in diesem Jahr, dann auch bewertet werden können. Zurück nach Schleswig-Holstein zu Rosenzüchter Cordes. So, dann nehmen wir bitte den 107443 und dann gehen wir da hinten auf die 133404. Die männlichen Pollen wurden getrocknet. Nun werden ausgewählte Rosen per Hand bestäubt. Kommst du mit den Pollen noch weit genug? Wollen wir das noch zu Ende machen? Okay. Ja. Thomas Proll ist seit über 20 Jahren Chefzüchter der Gartenrosen bei Cordes. Seine Züchtungen wurden mehrfach prämiert. Sie wurden unter anderem mit der Goldenen Rose von Baden-Baden ausgezeichnet. 2016 die Rose Märchenzauber und 2018 Roselina. Wir Rosenzüchter werden ja immer ganz gerne als der Vater oder die Mutter der Rose bezeichnet. Aber das, die Ehre lehne ich eigentlich ganz gerne ab. Ich sage, wir sind ein Heiratsvermittlungsbüro. Da sagen wir neudeutsch eine Datingagentur für Rosen. Wir überlegen uns also, wenn wir diesen Kreuzungsplan machen, wie wir das beschreiben, eigentlich welche Rosen wir miteinander verheiraten wollen. Und Zwangsheirat ist an der Tagesordnung. Also wir überlegen uns dann, welche beiden Kandidaten könnten es sein, die wir Kinder machen lassen wollen, die dann noch schöner, noch duftender, noch gesünder sind als all die Rosen, die das schon gibt auf der Welt. Und hoffen denn, dass Mutter Natur uns das auch schenkt, was wir uns dann ausgedacht haben am grünen Tisch. Wir haben darauf, dass wir auf das Spritzen verzichten in der Züchtung. Schon seit 1990 haben wir eine sehr gute Basis an sehr robusten, gesunden Sorten. Und dann ist es eben der nächste Schritt, den Duft hereinzuzüchten. Und ich weiß, in diesem Fall habe ich die Rose eines französischen Mitbewerbers benutzt, die zwar relativ krankheitsanfällig ist, aber einen sehr guten Duft hat. Und den habe ich mit einer unserer eigenen Züchtungen kombiniert, die eine sehr, sehr hohe Blattgesundheit hat. Und das war also die Idee bei dieser Geschichte. Nicht jeder Versuch führt natürlich zum Erfolg. Aber in diesem Fall sieht das ganz gut aus. Und dieser Zeitraum, den wir hier sehen, also 2010 war ja die Kreuzung. Das heißt, der Sämling ist im Jahr 2011 entstanden. Das heißt, wir sind im Moment eigentlich 8 Jahre davon weg. Und geben wir ihr noch mal 2 Jahre mehr ungefähr, wenn wir uns für diese Rose entscheiden würden. Wir haben sie im letzten Jahr aufgebaut, wie wir das sagen, mit 500 Pflanzen für internationale Rosenprüfung. Das heißt, im kommenden Herbst 2019 werde ich diese Rose einschicken. Sie wird dann in Baden-Baden aufgepflanzt werden. Und noch 2 Jahre weiter, dann befinden wir uns im Sommer 2021, steht sie dann zur Bewertung an. Dann können wir auf dem Rosenneuheitengarten, auf dem Beutig nochmal nachgucken, wie sie sich dann dort gemacht hat. Aber dieser Werdegang, diese um und bei 10 Jahre, das ist ganz typische Periode, die man braucht, um eine Sorte wirklich gut durchzutesten. Alle Schnellschüsse und Abkürzungen in der Rosenzüchtung. Ungeduld ist kein guter Ratgeber. Man muss sich die Rosen wirklich viele Jahre anschauen, unter verschiedensten Bedingungen. Und dann am Ende ist man als Züchter auch noch nicht ganz sicher, aber relativ sicher, dass die Rose vielen Leuten auch Freude machen wird, die sie dann im Garten pflanzen. On est bien peu de choses, et mon
Paris, die Hauptstadt der Düfte und der Parfums. Und damit auch der Rosen. Der Parc de Bagatelle zählt zu den schönsten Rosengärten Frankreichs. Die deutsche Ursula Wandel aus Stuttgart hat sich in Paris einen internationalen Namen als Parfümeurin gemacht. Hugo Woman von Hugo Boss ist nur eine ihrer zahlreichen berühmten Duftkreationen. Rosen ist natürlich die Blume für einen Parfümeur. Jeder davon träumt, ein schönes Parfum machen mit einer Rose. Rose hat schon, das ist schon ein Parfum alleine, wenn man eine Rose riecht. Die Rosen, die ich in meinem Garten habe, das ist schon ein ganzes Parfum. Unwahrscheinlich. Da kann man nur sich träumen, dass man so ein Parfum kreiert, das so riecht. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle. Des fleurs de ton jardin. Hier bei der Firma Givaudan arbeiten die bedeutendsten Parfümeure der Welt. Ursula Wandel ist eine von ihnen. Über 45 Jahre hat sie für den Konzern gearbeitet. Hier kreiert man Parfums. Givaudan ist Nummer 1 weltweit und wir sind ungefähr 15 Parfümeure hier. Man nennt sie die Nasen hier und in New York hat es ungefähr auch so viele und ein bisschen Singapur noch ein paar und die wurden alle ausgebildet, meistens in der Schule von Givaudan. Also ich war damals in Genf, wurde in Genf ausgebildet bei Givaudan. Und die Parfümerie-Schule, die ist jetzt in Argenteuil. Bonjour. Hallo Christine. Oh, hallo Ursula. Oh, diese schönen Blumen. Wie geht es dir? Gut, ich hatte letzte Woche Geburtstag. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe daran gedacht. Geht es dir gut? Ja, und dir? Gut, ich habe bald Urlaub. Hast du viel Arbeit? Ja, wir haben viele wichtige Projekte. Arbeitest du da mit 80% konzentrat? 70%. 70%? Der Rest? Der Rest ist manuell. Noch immer? Wie schön, dass das noch kein Roboter macht. Nein, wir werden nach wie vor gebraucht für die Veredelung, die Details. Habt ihr noch denselben Roboter oder einen größeren? Nein, es ist noch derselbe. Das wird sich ändern. Ja, ich denke 2020, 2021. Die Entwicklung schreitet voran, auch bei den Formeln. Ich denke, es ist der schönste Beruf, den es überhaupt gibt, Parfümeur, wirklich wahr. Jeden Tag kriegen sie hier Briefe, jeder möchte Parfümeur werden. Aber man muss schon dran glauben, viel Arbeit, es fällt einem nichts allein jetzt ins Körbchen rein. Das ist viel Arbeit dahinter. Und man muss neugierig sein, immer wieder die Nase überall reinstecken. Man muss reisen, man muss wissen, was läuft, man muss trendy sein. Ich hatte viele von Jungen auch gearbeitet, die sagten immer, wie weißt du denn das? Ne? Man muss alles wissen, was so läuft, ja. Neue Düfte. On est bien peu de chose, et mon ami la rose. Einmal im Jahr treffen sich hier in Paris im Parc de Bagatelle Rosenkenner, Parfümeure und Züchter, um die schönsten Rosenneuheiten zu prämieren. Ah oui, elle est magnifique, elle est wow. Ursula Wandel ist Jurymitglied. Ihr Fachwissen als Parfümeurin ist gefragt.
los. Sie hat eine gute Größe und die Proportionen sind wunderbar. Schade, die Blüte ist großartig, aber kein Duft. Ein schönes Ensemble. Sie duftet. Aber nein. Stark? Aber ja. Sehr guter Duft. Das gibt mindestens 8 von 10 Punkten. Ich habe 8 gegeben. Ich habe an dieser gerochen. Das ist die beste. Exzellent. Ich bin nicht immer Ihrer Meinung, aber hier ja. Super. Wir werden uns schon einigen. Da bin ich mir sicher. Wir beginnen mit dem zweiten Preis. Der erste von 2 Preisen geht an die Rose Nummer 17, Yellow Grace. Sie hat schon 2017 einen Preis bekommen. Sie ist von Michel Adam kreiert. Die Rose ist wirklich außergewöhnlich, denn sie ist resistent gegen Krankheiten. Sie macht auch eine sehr gute Figur als Kletterrose. Ein weiterer zweiter Preis geht an die Rose Nummer 24, Marando, kreiert von Cordes. Ich appelle Monsieur Jean Couillard. Vielen Dank. Cordes arbeitet immer mit soliden, widerstandsfähigen Rosen. Ich danke auch Parc de Bagatelle. Die Wetterbedingungen in diesem Jahr waren nicht optimal. Die Rosen wurden trotzdem gut gepflegt und präsentiert. Thomas Proll konnte diesmal die Preise in Paris für seine neu gezüchteten Rosen nicht persönlich entgegennehmen. Die Arbeit zu Hause hat Vorrang. Das sind jetzt die Rosenbabys des Jahrgangs 2018, also die wir im letzten Jahr praktisch aus den Bestäubungen gewonnen haben. Ich denke, in diesem Gewächshaus stehen so in etwa 200.000 Sämlinge. Das sieht jetzt rabiat aus, aber das ist der erste Durchgang, die erste Selektion. Und jetzt bleiben vielleicht noch ungefähr 10%, etwas weniger als 10% übrig. Und die allermeisten Rosen, die ich jetzt hier aussuche, die gehen dann auch zum weiteren Test ins Freiland. Auf das sogenannte Testfeld mit 3 Stück wird jede vermehrt. Und da gucken wir sie dann weiter an. Und da kann man dann die anderen Eigenschaften erkennen, die man hier jetzt noch nicht so sehen kann. Die Krankheiten, die uns so ärgern im Garten, wie der Sternrußtau und der Rosenrost, die sehen wir hier im Gewächshaus nicht. Und deswegen ist das so eine grobe Vorauslese. Ich schaue jetzt natürlich nach der Blütenfüllung, nach der Blütenfarbe. Ich prüfe gerade bei diesen Kreuzungen, wo wir jetzt hier stehen, da sind sehr viele Duftrosen mit involviert. Checke ich natürlich auch den Duft, aber die Blattkrankheiten, die kann ich hier noch nicht erkennen. Das werden wir dann draußen erst sehen. Wir sagen immer, dieses Testfeld sieht zwar von Weitem optisch wunderschön aus, ist aber definitiv keine Wohlfühloase für Rosen. Denn wir überlassen eigentlich es komplett Mutter Natur. Also wir lassen die Krankheiten hier wirklich reinwandern in das Feld, weil wir überhaupt nicht mit Spritzmitteln nachhelfen. Und das heißt schon, dass es ganz schön brutal für die armen Rosen zugeht.
wenn die Krankheiten hier rein wandern ins Feld. Und man sieht dann wirklich, welche das durchhalten und welche nicht. Die Rosen werden ja nicht nur einen kurzen Zeitraum getestet, sondern insgesamt 10 Jahre, immer in einem 2-Jahres-Rhythmus. Und während dieser Zeit, da hat man mal einen nassen Sommer und da hat man mal sicherlich mal einen trockenen, heißen Sommer, da hat man einen strengen Winter, da hat man einen milden Winter. Sodass, wenn diese 10 Jahre vergangen sind, wir, glaube ich, eine ganz gute Idee haben, was diese Rose alles kann. Und dann können wir sie auch mit gutem Gewissen auf die Menschheit loslassen sozusagen und dann in den Handel bringen und wissen auch, dass sie in den Garten unserer Kunden dann auch unter diesen ganzen verschiedenen Bedingungen auch eine gute Figur macht. Wenn es sich um Gesundheit stimmt. Ja. Ich sag dir mal die Nummer. Mhm. 49 52 02. Mhm. Ja. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich denke, müssen wir mal wieder überprüfen nachher später, ob die Gesundheit sich gehalten hat. Aber im Moment sieht es ja noch gut aus. Ne? Mhm. Ja, während hier das Verblühen wirklich unschön ist. Ne? Das war eine schöne Streifung, wenn sie hier früh... Das Laub scheint auch irgendwas zu haben. Mhm. Und dann kippt sie im Wuchs auch so auseinander. Ne? Das ist im Container nachher auch, glaube ich, negativ. Ja. Ich glaube, die können wir abmeiern, ja. Ja, dabei ist das natürlich wieder, ich denke, die hat wahnsinnig früh geblüht. Mhm. Und das wollen wir ja auch eben für einen Container haben. Ne? Ja. Und dann diese schönen runden Dollen. Die sollten wir uns nochmal angucken. Auf jeden Fall eine feurige Farbe. Mhm. Ja. Mhm. Und diese bunten Farben sind natürlich immer noch super beliebt. Ne? Gerade im Gartencenter-Einkäufer, die würden schon wieder jubeln. Ich denke, nachher auch im Topf macht den guten Wuchs. Mhm. Die sollten wir auf jeden Fall nochmal wieder angucken. Ja. Ja, das war jetzt gerade hier mal ein Catch of the Day vom Thomas, der durch die reingegangen ist und die hier mitgebracht hat. Die ist sehr schön in ihrer Farbe und auch das Laub ist sehr grün, glänzend, noch sehr gesund bisher. Wir hoffen mal, dass es dann auch im August, wenn wir die Endentscheidungen nachher fällen, dass die Rose noch ähnlich aussieht wie jetzt und dann würde sie auf jeden Fall in die nächste Stufe der Selektion kommen und eine Runde weitergehen. Nöggenschwil. Einmal im Jahr feiert das Rosendorf die Königin der Blumen ganz besonders. Die Nöggenschwiler Rosentage gibt es seit 1969. Einmal im Jahr haben wir unser Rosenfest. Das ist ein richtig hoher Feiertag für uns Nöggenschwiler. Und da wollen wir natürlich präsentieren, Rosenfest, wie der Name schon sagt, 50 Jahre Feier. Da wollen wir natürlich tolle Rosen da haben, die kriegen wir dann auch. Beim ersten Rosenfest, da haben wir gesagt, Mensch, wir sind ein Rosendorf und haben keine Rosen zu verkaufen. Da kam hier in ihrer Sitzung dann die Idee, jetzt probieren wir es mal mit Rosen. Und da haben wir so einen Schubkarren da voll, das waren 24 Rosenstöcke, das war in der alten Halle, haben wir vor die Halle hingestellt und haben dann probiert, die zu verkaufen. Und siehe da, das Ding ging. Die Rosenstöcke waren ratzfatz weg. Mittlerweile sind wir hier gelandet mit einem Zelt, 700 bis 800 Stöcke hier und die gehen weg. Irgendwie die Rose, wie man da auch so schön sagt, das ist die Königin der Blumen. Und irgendwo hat man an dieser Rose einfach hat man dann danach gefressen. Und wir konnten natürlich durch diese Rose auch unser Dorf viel verschönern. Circa 16.000 Rosenstöcke bei 600 Sorten. In so einem kleinen Dorf, das will was heißen, bei 620 Einwohnern. Das muss man sich mal überlegen, das ist schon was. Und die werden alle ehrenamtlich gepflegt. Die werden also mit Liebe behandelt bei uns oben. Und das ist also wirklich schön. Und die Leute sind dabei. Und da macht es auch für mich selber, macht es auch riesig Spaß, wenn ich sehe, wie die Leute mitarbeiten, wie die mitgehen. Und das ist natürlich für uns alle Motivation. Oh. Guten Tag, hallo. Wie heißen die denn? Das schauen wir gerade mal drauf. Das ist die Leonardo da Vinci. Das ist eine Beetrose und die ist halt wunderschön. Also wenn ich sie so anschaue und das Kleid sehe, ich würde sagen, die passt hier zu.
Das wäre doch was, oder? Solche Rosen. Duftet dies auch? Ja, die duftet auch, die duftet leicht. Nicht so ganz stark, aber die duftet leicht. Wie ist die denn auch wetterfest? Weil die wir kommen nämlich aus der Eifel und da brauchen wir was Wetterfestes. Ja, auf jeden Fall. Also diese Rose, die wächst auf jeden Fall in der Eifel. Die ist also sehr, sehr, sehr wetterfest. Die ist gesunde Rose, sehr gesunde Rose. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Gut, ich nehme mal ein bisschen höhere, sowas. Und wo setze ich die am besten hin? Ja, was für Platz haben Sie daheim? Der Standort ist schon wichtig für eine Rose. Ja, wir haben Sonnenplatz, wir haben Schattenplatz. Es kommt immer drauf an. Ja, also ich würde doch sagen, dass ich dann einen Sonnenplatz aussuche. Ja? Setze sie in einen Sonnenplatz und dann gehe ich sie her, wenn Sie die Pflanze, das ist ja eine Kübelpflanze. Ja. Also man sagt im Container, ja, die ist ja, schon angewurzelt. Da gehe ich sie her, hole sie 10 Liter Eimer Wasser und dann tauchen sie die Rose in das Wasser bis auf ihr Fluppern. Das ist gut durchnässt. Und dann nehmen sie sie raus, machen natürlich ein schönes Pflanzloch, ein bisschen größer wie hier, pflanzen sie da rein und dann ist es schon alles. Und dann müssen sie noch ein bisschen pflegen. Das heißt dann, wenn sie dann verblüht sind, die Verblüte wegschneiden. Ja? Ja, ja. Sie wissen ja, wo man die Verblüte wegschneiden. Ja, da gibt es irgendwo einen, da kommt der nächste Trieb. Vom ersten vollwertigen Blatt. Ein vollwertiges Blatt, sehen Sie, die hat jetzt 5 Einzelblätter. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ist gut zu merken. 5 Finger, 5 Zehen. Und in der Antike war die Zahl 5 die Liebe. Eine der Hauptattraktionen ist der Trachten- und Kostümumzug. Selbstverständlich dreht sich auch hier alles um die Blume aller Blumen. Über 6000 Gäste aus Deutschland und der Schweiz besuchen jährlich die Nöggenschwiler Rosentage. Eine große, doch auch willkommene Aufgabe für das 600-Seelendorf. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 500 Augen. 500. Okay. Dann hatte ich dir ja schon erzählt, die Rose wird am Wochenende getauft. Ja, habe ich schon gehört. Auf Fräulein Maria, dann bekommt sie endlich ihren Namen. Und im Herbst kommt die dann in den Handel. Das ist gut. Und wird Teil unseres neuen Parfumersortiments. Ich habe auch gehört, die wird mit einem bestimmten Bier wird die getauft. Ja, wie das in Jever dann passenderweise ist, gibt es ja das gleichnamige Bier und das benutzen wir tatsächlich dann auch zur Taufe. Das ist doch cool. So Felix, ich glaube fast, wir haben jetzt genug. Ich würde noch mal sagen, 100 Augen als Reserve zusätzlich, falls was auf dem Feld schief gehen sollte. Dann lass uns rübergehen. Ja, das sieht ein bisschen makaber aus, was wir hier machen. Wir bereiten Material vor, was dann auf dem Feld veredelt wird. Wir haben jetzt eben eine kommende Rosenneuheit, eine Parfuma, Fräulein Maria, geschnitten im Gewächshaus. Und hier wird das Material jetzt weiter verarbeitet, indem wir einfach die Blätter entfernen per Schere. Und wenn das passiert ist, im nächsten Schritt dann die Stiele auch entdornt werden, sagt man dazu. Die Rose hat ja eigentlich Stacheln, keine Dornen, aber dieser Begriff hat sich so eingeprägt und das wird hier beides gemacht. Wir haben das Laub entfernt und jetzt kann man einfach hier per Daumen die Stacheln, die entfernt man einfach per
Finger vom Stiel. Die lassen sich jetzt, wo das Material gut ausgereift ist, auch ganz, ganz leicht entfernen. Und dann freut sich der Veredler, wenn man alle erwischt hat. Dann piekst er sich nicht draußen auf dem Feld und ist glücklich und kann auch zügiger das Material dort verwenden und verarbeiten. Wir befinden uns jetzt gerade auf unserem sogenannten Veredlungsfeld. Jetzt im Sommer, da vermehren wir unsere Rosen und es gibt dafür zwei Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Zum einen über den Steckling, das hat man vielleicht selber schon mal gemacht. Man schneidet einen Trieb ab, steckt ihn in die Erde, gießt ihn regelmäßig, der bildet neue Wurzeln und wächst. Oder die zweite Variante, der wir uns hier behelfen, das sogenannte Veredeln oder Okulieren. Dafür haben wir im letzten Herbst eine Unterlage, eine Wildrose, Rosa canina, aufgepflanzt. Und auf dieser Wildrose werden jetzt Augen der Handelssorte, die wir in großer Stückzahl haben wollen, vermehrt okuliert, sagen wir. Von Oculus, Auge, kommt dieser Begriff. Die Unterlage, die wir hier nutzen, die ist eben sehr winterfest und auch salztolerant. Man will eigentlich die Kombination aus den gewünschten Eigenschaften dieser Handelssorte, die wir lieben, wie Duft, Blühfreudigkeit, die Farbe, kombiniert aber auch mit den guten Eigenschaften, die diese Unterlage mit sich bringt. Und das Auge treibt aus und wir haben dann eine neu veredelte Rose der gewünschten Handelssorte. Und die wird dann erhältlich sein im Oktober 2020. Also 2 Jahre lang dauert diese Kultur insgesamt. Die École Givaudan in Argenteuil bei Paris ist die älteste Parfümeurschule der Welt. Wer hier lernen will, muss ein knallhartes Auswahlverfahren bestehen. Der Traum aller Parfümeure, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Ursula Wandel und die Direktorin der Schule, Calice Becker, haben es geschafft. Hallo Calice. Hallo Ursula. Ich bin wieder zurück zu den Wurzeln. Hast du dich schon in der Hall of Fame gesehen? Oh, ich mag mich nicht selbst sehen. Lass uns zusammenschauen. Sei nicht so bescheiden. Ah, die neuen Schüler. Ja, unsere neuen. Sie haben ihre Prüfung abgelegt und machen zurzeit ein Praktikum. Wann sind sie fertig? Ende des Jahres. Das hier sind ihre Kreationen. Es hat sich viel verändert. Viele aus Asien und viele Frauen. Damals war ich die einzige Frau unter lauter Männern. Als Françoise und ich damals eingestellt wurden, war das außergewöhnlich, 2 Frauen. Ja. Jetzt haben wir viele Frauen, aber wir haben ja auch viele weibliche Kunden. Das passt. Die Nase zu trainieren, die Rohstoffe der Düfte zu erriechen und beschreiben zu können, das gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Schüler. Am Ende ihrer Ausbildung müssen die jungen Leute über 1000 verschiedene Düfte im Blindtest erkennen können. Alicia hat über 135 Duftelemente aus der Natur nachkreiert, darunter zahlreiche Rosen. Kannst du sie bitte Ursula zeigen? Das sind alles Düfte aus dem Rosengarten der Schule? Ja, ich habe sie alle im Garten gefunden. Sie sind sehr schön. Siehst du die Unterschiede zwischen ihnen? Ja, manche sind fruchtiger, manche mehr moschusartig. Andere haben Duftnoten von Himbeer oder Passionsfrucht. Hast du die große 8, die Rose von Michel Ardan? Du weißt, die mit der dunkelroten Blüte. Die Kletterrose?
Genau. Ich habe sie in meinem Garten und wusste nicht, dass es eine Kletterrose ist. Genau, ideal für Parfums. Sehr schön. Bravo. Sehr schön. Kannst du den Duft beschreiben? Sehr voller Duft, sehr pudrig, ein wenig fruchtig und er hat etwas von grünem Honig. Ja, sehr schön, aber es ist zu viel Honig. Es soll ausgewogener sein. Die Givaudan-Schule besitzt einen Rosen- und Duftgarten. Die angehenden Parfümeure sollen hier in der Natur ihre Nase trainieren. Das ist die große Acht, die Achterbahn. Ich erinnere mich, wie ich beeindruckt war, als ich die Achterbahn vor rund 20 Jahren zum ersten Mal gerochen habe. Der Name passt. In der Achterbahn erfasst einen leicht der Schwindel. Genau das passiert beim Duft dieser Rose. Es wird einem schwindelig. So perfekt ist er. Sehr stark, sehr dicht. Eine Michel Ardon. Kreation. Schön, sehr schön. Schade, wir hätten an diesen Rosen da oben riechen sollen. Sie sind noch frischer. Ah ja. Oh ja, das ist es. Die kleine duftet am besten. Der Unterschied ist deutlich. Ihr Duft ist noch voller und abgerundeter. Riech an der mittleren. Sie taucht wie eine Biene in die Blüte ein, tief ins Herz der Rose. Sie saugt den Duft ein. Baden-Baden. Nach 2 Wochen Sonne stehen die Rosen auf dem Beutich endlich in voller Blüte. Der Wettbewerb kann nun beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Rosenfreundinnen, verehrte Rosenfreunde, ganz herzlich begrüße ich Sie heute Morgen hier zum internationalen Rosenneuheitenwettbewerb der Stadt Baden-Baden im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig. Es ist der 67. Wettbewerb, den wir inzwischen in Baden-Baden begehen. Und ich freue mich, dass Sie aus 17 Ländern angereist sind, aus der ganzen Rosenwelt, um mit uns diesen Tag zu begehen. Und es ist immer eine besondere Ehre für uns als Stadt Baden-Baden, Sie hier im Garten begrüßen zu dürfen. Wir nehmen gerade einfach mal die Szene. Beautiful. 120 Experten aus 17 Ländern stellen sich der Herausforderung, 144 Neuzüchtungen zu bewerten. Jede Rose muss eine vollständig geöffnete Blüte vorweisen, um beurteilt werden zu können. Ursula Wandel ist seit vielen Jahren Jurymitglied des Rosenneuheitenwettbewerbs Goldene Rose von Baden-Baden. Dieses Jahr ist auch ihre Kollegin Calice Becker aus Paris dabei. Sie kreierte unter anderem den Dior-Duft J'adore. Das ist süß. Ich finde, das geht in Richtung Aprikose. Was meint ihr? Schaut euch diese hier an. Schaut mal. Verglichen mit dem vorherigen Duft, der war viel flüchtiger. Hier haben wir eine stärkere Herznote. Hat etwas von Aprikosenkernen. Aprikosenkerne. Das ist es. Schaut euch diese hier an. Eine klare Vanillenote. Ich rieche auch Orangen.
Ich bin zum ersten Mal hier und völlig begeistert. Welch magischer Ort. Ein toller Rundblick, eine atemberaubende Natur. Heute haben wir über 28 Grad. Am Wochenende hat es geregnet. Die Rosen könnten nicht schöner sein. Wir haben viel Schönes entdeckt. Ich habe hier viele Parfümeure getroffen, die ich kenne. Mit einigen habe ich schon zusammengearbeitet, wie Ursula Wandel. Sie sind berühmt, weil sie unglaubliche Basisnoten und Parfums kreiert haben. Alle sind leidenschaftliche Duft- und Parfumliebhaber, damit auch Rosenliebhaber. Wir treffen uns mehrfach pro Jahr. Ich bin zum ersten Mal in Baden-Baden mit dabei. Wir sehen uns immer bei den Rosenwettbewerben. Schauen wir uns diese hier an. Sie sieht gut aus. Macht einen guten Eindruck. Schön. Mir gefällt der Wuchs. Sehr stark. Harmonisch. Einfach schön. Sehr schön. Sie zieht die Bienen an, das spricht für sie. Schön. Sie wird viele Blüten haben. Sie ist wirklich schön, aber nicht gesund. Nicht gesund? Nein. Die Rosenart stammt aus den 60ern oder 70ern. 58 Punkte. 58 Punkte. 50 Punkte. Du bist sehr streng. Und der Duft sind 10 Punkte gewesen, aber die Minirose, also damit sie schon runtergehen. Ganz vielleicht eins. Unbedeutend, sag ich jetzt mal. Ja. Unbedeutend. Unbedeutend, gell? Ja. Aber Hauptsache die Insekten, die interessiert es. Ne? Ja gut, ja, das ist halt ja, unser ja Eindruck. Ja, genau. Dann hat sie eine 80 Punkte bekommen. Ist arg viel. Aber das hat sie auch verdient. Ja, sie ist super gut dran. Ja. Okay. Ja, wie Sie sagen, für Balkon, ja. Leute suchen ja öfters. Ja. Ich weiß ganz Neues. Ja. Neuheide mit der Wettbewerb, ja. Passt ja genau rein. Mhm. Genau. Und es gibt viele Neuheide in Mini-Rose, aber die nicht so gesund sind wie die hier. Ne? Mhm. Und sich gleichmäßig im Wuchs. Ich denke, eine Sache, die wirklich auch dem Verbraucher ein bisschen schwer zu vermitteln ist manchmal, warum wir immer neue Rosen machen. Es hat einen enormen Wandel gegeben in der Philosophie der Rosenzüchtung, dass wir seit inzwischen 30 Jahren nicht mehr mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten in der Testung, also wesentlich robustere Rosen entwickelt haben in den letzten Jahren. Leider geistern auf dem Markt auch immer noch, das sind dann häufig in den billigen Preissegmenten Rosen rum, die stammen aus den vorigen Jahrzehnten. Das heißt, die stammen aus den 70er Jahren, als man auch sehr viel gespritzt hat. Und die Rosen brauchen das einfach. Die können gar nicht ohne Spritzmittel im Garten eigentlich sein. Und die bekommt man dann teilweise bei Discountern für 70, 80 Cent. Und viele Leute denken dann einfach, warum soll ich denn ein paar Euro ausgeben für eine Rose, wenn ich sie doch die gleiche Farbe billiger bekomme. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen der äußeren und inneren Qualität. Die mögen äußerlich ähnlich aussehen, die Rosen. Aber innerlich, die Genetik der Rosen, die ist bei den modernen Rosen besser. Und diese widerstandsfähigen Sorten sind auch einfach besser und sind deswegen am Markt auch etwas teurer. Und die älteren Sorten sollte man besser die Finger von lassen, denn wenn man nicht mit Chemie im Garten arbeiten wollte, das gilt ja wohl fast für alle Leute. Also was in den 70er Jahren damals entstanden ist, funktioniert heute in den Gärten in der Regel nicht mehr. Wir waren in diesem Jahr sehr erfolgreich, also bei mir auf dem Schreibtisch. Ich bekomme immer vom Thomas, wenn er nach Hause kommt, die ganzen Medaillen und Preise überreicht. Und so auf meinem Schreibtisch stapelt sich das mittlerweile. Wir waren in Frankreich erfolgreich, in Italien, europaweit eigentlich. Und es ist immer schön, man weiß, wie die eigenen Babys, die Kinder sich zu Hause benehmen. Und dann sieht man die in den Rosenwettbewerben stehen und sieht, dass sich auch andere Menschen, das dortige Publikum und die Fachjury an diesen Rosen erfreuen können. Und man freut sich über jeden Preis, den man gewinnt und gönnt aber auch anderen, dass die auch mal einen Preis gewinnen.
Die Rose blüht. Ich bin die fromme Biene und rühre zwar die keuschen Blätter an, daher ich Tau und Honig schöpfen kann. Doch lebt ihr Glanz und bleibet immer grüne. Und also bin ich wohlgemüt, weil meine Rose blüht. Die Rose blüht. Gott, lass den Schein verziehen, damit die Zeit des Sommers langsam geht und weder Frost noch andere Not entsteht. So wird mein Glück in dieser Rose blühen. So klingt mein süßes Freudenlied. Ach, meine Rose blüht. Die Rose blüht und lacht vor anderen Rosen mit solcher Zier und Herzempfindlichkeit, dass auch mein Sinn sich zu der Pflicht erbeut, mit keiner Blum im Garten lieb zu kosen, weil alles, was man sonsten sieht, in dieser Rose blüht. Verehrte Rosenfreundinnen, verehrte Rosenfreunde, könnte es einen schöneren Rahmen geben für die Preisverleihung beim Rosenneuheitenwettbewerb als hier im Freien in der Gönneranlage, umgeben von Hecken und Rosen, in diesem wunderschönen historischen Rosengarten, den wir in Baden-Baden haben. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich an diesem Abend und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Die Bronzemedaille ist für die Rose Beet Nummer 139 mit 60 Punkten, hat sie gerade die Bronzemedaille geschafft. Ada Bondisept ist der Züchterkürzel und Insider wissen natürlich, von wem diese Rose ist. Sie stammt von Michel Adam aus Frankreich. Eine weitere Medaille wurde heute noch vergeben bei den Kletterrosen. Es ist eine kleine mit roten Blüten, über und über von oben nach unten bestückt. Der absolute Favorit heute bei den Kletterrosen der Jury mit 72 Punkten für eine Kletterrose. Das haben wir lange nicht gehabt. Sie konnte also überzeugen. Und die Frage ist, glaube ich, bei vielen, wer hat diese außergewöhnliche kirschrot, dunkelrot blühende Remblerrose gezüchtet. Ich darf das Geheimnis nun lüften. Sie hat einen Namen, sie heißt Crimson Silhouette und stammt von Cordes aus Deutschland. Ute Cordes, bitte. Zusammen mit dem Züchtungsleiter Thomas Proll die Goldmedaille für Crimson Gloriette Silhouette. Eine der Goldmedaillen muss es sein, die heute vergeben worden ist. Eine der sechs Rosen, die heute ausgezeichnet wird, hat die Nase vorn gehabt. Und es ist die T-Hybride, es ist Anushka von Tantau, die goldene Rose 2019 für das Züchterhaus Tantau, für die T-Hybride Anushka. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an den Züchtungsleiter Jens Krüger. Rote Silhouette, die Crimson Silhouette, die hatten wir hier eingeschickt, natürlich inkognito noch unter der Züchternummer. Und es hat mich besonders gefreut, dass diese Rose wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Am Ende eine tolle Bewertung der Jury mit, glaube ich, 72 Punkten und die Goldmedaille. Und viele Leute haben gesagt, boah, toll und so eine Farbe und so stabil. Und eben eine, die stand wie eine blühende Säule da und hat wirklich auch über Wochen jetzt schon geblüht. Und das ist genau das, was wir für die kleinen Gärten brauchen. Die Faszinationskraft der Rose ist ungebrochen, auch dank immer neuer Rosensorten, Farben und Düfte.
Musik.